Ja, hallo Freunde des Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition. So, wir sind hier auf der Insel. Was ist das? Melos? Kann das sein? Melos, richtig. Die Obsidian-Inseln. So, und die Inseln, das habe ich rausgekriegt, gehören zusammen. Diese Inseln hier. Ein, zwei, die kleinen hier und das. Ja, und dann schauen wir jetzt mal, was wir hier veranstalten können. Genau. Obsidian hört sich gut an. Das kann sein, dass hier viel Obsidianglas gibt. Nehme ich mal an. Und was ist das? Nichts. Nichts. Ein Nichts. Gut. Ja. Lava. Nö. Hier ist gar nichts. Überhaupt nichts. Ist hier überhaupt irgendwas? Als wenn hier irgendwas ist. Jetzt bin ich mal geplättet. Ja. Dass eine Insel gar nichts hat. Einfach nur eine Insel mit Asche und... ja. Ein Nichts, ein Null, ein Nada, ein Niente. Ah, also doch was. Da, auf dieser Insel ist das. Also muss ich da rüber. Einen Anlegeplatz habe ich da jetzt nicht. Nicht wirklich. Also muss ich zurücklaufen. Auf diese Insel rüber. Ja. Ja. Geht ja nicht anders. Aber schwimmen kann ich da ja nicht. Also werde ich wohl mit meinem Schiffchen. Oder ist da unten ein kleines Bötchen? Nee. Also werde ich mit meinem Riesenschiff darüber müssen. Tja. Das kann ich nicht wissen. Nö, woher auch. Wie gesagt, obwohl ich schon, was weiß ich, und in Versuchung gekommen bin. Ah ne, guck mal hier. Hier ist ein kleines Schipperchen. Na, na komm schon. Komm auf, los. Ja, bleibt ihr mal hier. Oh, hat sich schon erledigt. Auch nicht schlecht. Naja, gut so. Nein. Weg da. Weg, 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 weg. So, hopp. Zack, zack. Ablegen. Wir brechen auf! Ja, wohin denn? Wir haben uns nicht gewohnt. Ja, aber ich will... Ruderer, halbe Kraft! Ja, am besten gar keine. So, jetzt. Schneller! So? Weiß ich ja nicht. Und für sich nicht. Nee, also ist das keine, spielt keine Rolle, wo ich parke. Beim Golden. Oh ja. So. Ja. Na los. Yeah. Dann wollen wir mal. Sonst weiß ich es ja nicht. Ansonsten, wenn es da oben irgendwann ist, dann werde ich das schon rauskriegen und dann werde ich mein Schipperchen da hin erfrachten. Melos. Neun Ort entdeckt. 1106 Points. Nochmal 1116 Points, wenn das so weitergeht. Oh. Sind wir schon. Ja, ich habe jetzt den unsterblichen Satz. Habe ich an und den will ich mal testen. Ja, schauen wir mal, wie es so ist. Dingens gedrillt, also hochgepusht, auf den ich jetzt bin. Okay, da
alles gut? Ich habe kein Leckerchen für dich. Schade. Kannst du mal da... Also kann die da nicht hoch. Ah, jetzt geht es. Muss ich nicht verstehen, aber gut. Jawohl. Ja. Nein! Ja, das sollte zwar so aussehen, aber jetzt noch nicht, Mensch. Ja, ja. Okidoki. So, jetzt ein bisschen langsamer machen. So, und jetzt synchronisieren wir. Bin ich echt mal gespannt, wie die beiden Inseln zusammenhängen. Also die alle, die kleinen, da muss ja überall was sein. Wenigstens mal eine Quest darf da hin müssen auf jeden Fall. Ja. So, also war das nicht Melos, sondern ich habe erst gedacht, ja, da wäre Melos, aber nein, das hier ist Melos. Helden, so, was haben wir denn da? Als erstes entdecken wir mal das da, genau. Ui, 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 ui. Feinde. Okay. Eureka. Ach so, das ist okay. Aber was ist das denn für ein Ding da, was ich da habe? Was ist das? Hm, ich zeigte mir ja noch nie an. Erstmal runter. Genau. So. So, Haus des Anführers. Aha. Gut. Komm hoch da. Irgendwie. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Nein, keiner. So, gehen wir erstmal in die Sträucher rein hier. Und peilen die Lage. Was sieht das denn da aus? Ist noch mehr. Aha. Ich schätze mal ein Ostraka-Rätsel. Ja, noch sind sie ja alle richtig gut bezahlt. Ach, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte wissen, ob die den sehen können. Aber anscheinend ist das nicht so. Das ist schlecht. Ich bring den nur weg. Scheiße. Mhm. Oh ja, das merkst du schon direkt, sag mal. Seid ihr? Ich bin noch gar nicht da drin. Dann kommt hier hin. Du kriegst gar nichts, Trottel. So. Hey, ich brauche Hilfe. Was? Wozu brauchst du Hilfe? Gar nicht notwendig. Nein. 10 Drachmen für den Rattenfänger. Okay. Ja, verstanden. Gut. Einmal. Zweimal. Meine Güte, das ist eine reinste Schlachtfest hier draußen. Ja, nur dazu kann ich da nichts dafür. Die haben mich angegriffen, die Trottel. Oh, oh. Da kommen jetzt noch mehr. Oh, oh. Ja, der ist schon zu nah, glaube ich.
glaube ich, schon zu nah. Oder? Tja, wo bin ich jetzt, ne? Liegt es wohl an mir, sie zu finden? Lass dich zu frei! Du machst gar nichts, du Trottel. Sorry. Scheiße! Ich renne! Scheiße! Helf mir! Ich versuche es. Junge, das geht auf die Lunge, das sag ich dir. So. Der Unzuverlässige. Scheiße, ich brenne! Ja, aber nicht mehr lange. Zum Beispiel jetzt nicht mehr. Okay. Okay. Ich räume hier auf, ne? Ein bisschen. Das sieht ja verheerend aus, Leute. Verstehe ich nicht. Ich räume hier auf nur. So. Da, da, di, da, di. Da, ri, ta, ra. Ta, ru, la, la. Jo, jo, jo. Ist doch schön, oder nicht? Ich helfe euch nur. Die sind man so seuchenmäßig hier, die Zeit. Ja, ja, wenn die anfangen zu verwesen, die stinken. Das sage ich euch. Meine Güte, ne. Ja. Wie viele Leichen jetzt hier schon wieder sind, ey. Kaum 2 Minuten hier, schon sind sie alle tot. Ja, ja. Ja, ich helfe euch. Na, Wauwi, alles klar? Ja, ja, ich helfe dir. Guck mal, er knabbert da schon rum. Hast du Hunger? Nein! Hast du Hunger? Schade, dass ich die Waffen nicht aufnehmen kann. Passt schon keiner mehr dahin. Ja, finde ich auch schrecklich hier. Äußerst schrecklich. Da hast du recht. Das ist unerhört. Ich gehe gleich mal und spreche mit dem Anführer. Das geht ja so nicht weiter. Gut. Aufgeräumt ist. Und jetzt gucken wir doch mal, was hier, wie viel hier noch sind. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier rein und bedienen uns. Okay, jetzt kann ich auch klauen. Zack. Hier drin. Hoppa. Die nächsten. Oh, halt nicht getroffen. Schmuck oder was? Nein, 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 nein. Oh. Er ist einer von dreien. Wow. So. Ja, ich kann deine Aufregung verstehen. Aber wo sind die denn? Sein. Aber
knie einfach hier rein und... Oh, ein lecker lila. Okay. Antike Königsstiefel. Ja, die haben mich jetzt schon zerstört. Ja, absolut. So, was ist denn da? Wer ist das denn? Schauen wir doch mal. Was ist hier los? Hallo? Hallo? Guten Tag. Festen. Helden, Söldner aller Gattungen, kommt und schreibt euch hier ein für die Schlacht der 100 Hände. Mein Name ist Drakios. Es freut mich, dich kennenzulernen. Kassandra, erzähl mir von dieser Schlacht. Die Schlacht der 100 Hände lockt Krieger aus der gesamten griechischen Welt an. Sie kämpfen um ein hübsches Sümmchen. Allerdings ist der Wettbewerb äußerst tödlich. Nur eine Person kann überleben. Ich arbeite verborgen in den Schatten. Wer weiß, wie ein offener Kampf ausgehen würde. Fürwahr. Nur die besten Kämpfer können sich Hoffnungen auf den Sieg in der Schlacht machen. Ich verspreche nichts. Wenn du an der Schlacht teilnimmst, hast du eine Chance, dich mit den Besten zu messen. Und weil die Schlacht von den mächtigsten und einflussreichsten Leuten in der griechischen Welt unterstützt wird, wird auch das Preisgeld immer höher. Wenn du damit die Leute meinst, an die ich denke, dann würde ich sie gern treffen und ein Wörtchen mit ihnen reden. In der Tat. Es ist die Art von Leuten, über die ich nie offen sprechen würde. Weißt du, du erinnerst mich an jemanden. Auch ein erbitterter Krieger. Ein Verwandter von dir vielleicht. Meinst du Deimos? Dann steht der Kult hinter dieser Schlacht. Darüber darf ich nicht reden. Nicht mit einer Teilnehmerin. Aber wenn du die Schlacht der 100 Hände gewinnst, sag ich dir alles, was ich weiß. Okay. Ja klar, nehmen wir daran teil. Ich will an der Schlacht teilnehmen. Das dachte ich mir. Die einzige Regel ist, dass sich jeder Teilnehmer mit einem anderen Teilnehmer vorbereiten und für den anderen bürgen muss. Und du hast einen würdigen Partner für die Vorbereitung für mich? Gewiss, gewiss. Eine unserer aussichtsreichsten Kandidatinnen hat ebenfalls noch keinen Partner. Roxana. Sie übt auf Hydria, der Insel nördlich von hier. Woher stammt diese Tradition eines Kampfes jeder gegen jeden? Es begann mit der finanziellen Unterstützung der mächtigen Leute, die ich erwähnt habe. Metaphorisch kämpft jeder Teilnehmer gegen einen Hekatonchiren. Die Kreaturen mit 50 Köpfen und 100 Händen? So ist es. Wenn man alle Mitstreiter besiegt, ist es, als hätte man die Kreatur selbst besiegt. Eine ziemliche Leistung. Nichts, woran sich Schwache versuchen sollten. In der Tat. Das ist wahr. Was weißt du über Roxana? Sie entstammt einer langen Reihe von Titelanwärtern. Tatsächlich hat fast ihre ganze Familie schon versucht, die Schlacht der 100 Hände zu gewinnen. Titelanwärter also? Keiner war so talentiert wie Roxana, muss ich dazu sagen. Wie kamst du dazu, diese Schlacht zu organisieren? Ich war ein aufstrebender Händler in dieser Region, aber vom Glück verlassen, wie sich zeigte. Ich war einiges schuldig und mächtige Leute forderten eine Gefälligkeit ein. Am Ende war das ganz gut für mich. Kampfsport ist ein großes Geschäft auf Melos. Diese mächtigen Leute, von denen du sprichst, sie sind vom Kult des Kosmos, oder? Die Mysteriösen. Du willst sie treffen. Ich weiß, aber das muss noch warten. Wie lange? Ich bleibe in Kontakt mit meinen Siegern. Wenn du die Schlacht gewinnst, können wir das beim Siegerumtrunk besprechen. Weißt du was? Je früher, desto besser. Scheißegal. Ich bin jetzt bereit. Du hast die Vorbereitung noch nicht beendet. Aber du siehst mehr als tauglich aus. Wenn du mir einen sehr großen Beutel Drachmen gibst, könnte ich vielleicht ein Auge zudrücken.
Hm? Wie viel denn? Hm. Ich gebe mich nicht mit Vorbereitungen ab. Das Preisgeld hängt von deinem Beitrag ab, Söldnerin. Die Schlacht wird bald beginnen. Mhm. Triff mich hinter den Stadttoren, wenn du bereit bist. Okay. Hinter den Stadttoren. Ah, das ist das Dingen, Waffenruf. Alter, ja, ich habe immer gedacht, das wäre was anderes. Und das habe ich auch in der Quest, aber naja, gut, okay. Das ist wie die Arena im Grunde genommen. So, wie sehe ich denn aus? Ich guck vorher nochmal. Wie sehe ich denn aus? Nein, nicht Quest, Mensch. So. Inventar, so. 70 könnte ein bisschen zu wenig sein. Ja, dann brauche ich vorher noch was Antikes. Schwertschaden, ja, das ist nicht schlecht. Aber... Ach nee, guck mal, yo, 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 man, jawoll, ja, haben wir doch, genau. Und, genau. Da ist noch ein Schmied. Eure Ausrüstung macht vielleicht den Unterschied zwischen Sieg und Tod aus. Ja, genau. Herzlich willkommen. So, gucken wir mal. Wo ist der Stab? Da, warte mal, ich guck mal eben mit. Nee, nee. Kann ich den? Nee, kann ich noch nicht. Aber ich kann, wenn ich schön wieder was opfer. Ja, ja, muss ich ja, geht ja nicht anders. Ja. Warte mal, Attentatschaden, nein, nein. 266 brauche ich. Kriegerschaden, kritischen Schaden. Ja, das ist alles nicht. Feuerschaden gegen Tiere. Sorry, dass ich jetzt so lange brauche, aber... Moment. Der ist auch auf 75. Ja. Genau, machen wir das so. Giftschaden, Waffenschaden wird zu Giftschaden und Feuerschaden habe ich dann. Ja, das lässt sich an, würde ich sagen. Gut, dann wollen wir mal. Seid bereit, Krieger! Die Schlacht wird bald beginnen! So. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Oh, die Dings, die schrappt immer hier am... Ich hoffe, man hört das nicht so deutlich. Wir haben uns hier versammelt für die Schlacht der 100 Hände. Wieder einmal sind imposante Krieger aus der ganzen griechischen Welt gekommen, um ihre Kraft und ihr Können gegen die besten Gegner zu testen. Ob es das schärfste Schwert der Athener Armee ist oder der breiteste Schild, den Sparta aufbieten kann, sie alle stehen hier allein gegen viele. Auf dem Höhepunkt treffen die letzten beiden auf einem speziellen Schlachtfeld aufeinander. Doch nur einer von ihnen kann siegen. Lasst die Schlacht der 100 Hände beginnen! Mhm. Merkt euch diesen Klang. Er ertönt während der Schlacht und verkündet euren Fortschritt. Und nun kämpft! Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ehrlich. Ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen. So. Kann ich nochmal? Ja, kann ich. Sehr gut. So. Wo muss ich denn? Nun, lass die sich erstmal gegenseitig aufs Maul hauen da. Ja, 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 sicher. Okay. Nein, 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 nein! Oh ja. Oh ja, 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 ja. Ey, ich bin eine Dame, du Arsch! Ich brenne!
So, zack. Nein, nein, so nicht, mein Freund. Aua. Hier bin ich. Falls dir das noch nicht aufgefallen ist, aber... Du Dummbeutel. Was ist denn hier alles los? Okay, die kann man sogar looten. Geil. Und jetzt? Und jetzt? Töte alle Anwärter. Ja, habe ich ja jetzt. Oder was ist hier? Halt, was war das? Achso, muss ich jetzt hier irgendwo hin? Ah, achso. So, komm mal her, ja. Du Klappspaten. Der Teilnehmer ist tot. So, jetzt bin ich da leid. Okay. Kann ich denn hier... Ja, irgendwo... Ah. Ja, ja, du schaffst halt nicht mehr. Du fällst jetzt eh gleich um. So. Zack, die Bohne, bums die Erze. Schön tolle in die Birne geklappt, den Albanier. Ja, da glaubst du und ich nicht. Ey! So. So geht das, mein Freund, und nicht anders. Okay. Also muss man sich die hier zusammensuchen, die Kameraden. Klappt sich da unten irgendeiner? Ja. Noch ein Signal. Die Hälfte der Kämpfer ist bereits gefallen. Wofür? Stehen, habe ich nichts dagegen. So. Zack. Sie kämpfen mit Obsidianschwertern? Die würde ich mit bloßen Fäusten schlagen. Okay. Wo sind die anderen? Man muss ja hier gucken. Hier. Okay. Also muss ich die hier zusammensuchen. Gut, dann machen wir das. Ja, irgendwo müssen ja noch so ein paar Pippels hier rumlaufen. Aber gut, dass ich das aufgemotzt habe, die Schwerter und alles. Das klappt ja immer. Ja, der wird mir doch irgendwie sagen, ja, du verlässt diesen Bereich oder so, ne? Nehme ich mal an, dass das so ist, aber... Ich weiß es ja nicht. Wieso habe ich jetzt schon wieder... Oha! Das Zwiebel, die Lunge. Moment. Oh, scheiße. Sorry, Leute. Wow. Alter, wer? Sag mal, aua! Kannst du dir vorstellen, dass das wehtat? Du Spritzer? Meine Fresse, ne. Die Schlacht der tausend Hände, ja. Wo muss ich jetzt hin? Tja, wenn ich das wüsste. Hier oben waren drei. Da unten irgendwo welche?
das sieht man ja. Das ist ja gerade das Schöne dabei. Okay. Hier sind keine mehr. Gehen wir mal weiter nach oben. Aber ich glaube nicht, dass da oben einer ist. Nee. Oder doch, wer weiß. Ah, aber auch. Orikalkos. Okay. Tja. Das könnte hier etwas. Oh, Leute, also, wenn ich hier keine finde, dann wird das hier. Ah, da unten sehe ich gerade einen. Warum? Mache ich. Warte. Meinst du, ob das gut ist so? Ja, ja. Junge, 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 Junge. Das muss aber auf den Zwirbel. Leck mich am Arsch. Nein, nein. Das glaubst du und ich nicht. Das kann ich nicht gebrauchen noch zusätzlich. So. Ah, links von mir. Habe ich doch jetzt richtig gelesen, ne? Weißt du was? Ich mache mir mal. Da. Hä? Ah, 128 Meter. So. Ja, muss ich ja. Geht ja nicht anders. Aber der Kult, wenn der Kult damit zu tun hat. Sieht das echt übel aus. Ob ich das überhaupt überlebe? Ist das vorgesehen, dass ich überlebe? Oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Hier ist doch eine gemeine Falle ist hier. Welches habe ich? Ja, okay. Ah, da hinten. Guck mal. Aber ich mach das von hier aus, ist mir doch wurscht. Bin ich. Wow, oh. Wow, 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 halt. So. Ja, nein, unmöglich ist das nicht. Das ist Toyota. Möglich. Wohin? Gib doch mal nicht so an hier. Wo kommen die denn auf einmal her? Aua. Aber nur fast. Halt. Erstmal alles looten, bevor ich das nicht mehr kann. Nein, 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 nein. Nein. So. Zack, die Bohne, bumst die Erbse, meine Freunde. Ihr habt alle null Chancen. Wobei, was? Einer noch? Ne, zwei, drei. Ach du Scheiße, wie viel denn noch? Töte alle Anwärter. Ja, mach ich ja.
gar nichts. Das ist sehr gut. Warum bleibt ihr da? Ist alles halb so wild. Nein, nein, das war nicht gut. Na, dann kommt mal her, ihr Klappspaten. Hallo? Warum? Okay. Moment, das kann ich ja auch alles auf klammheimlich machen. Ehrlich. Ja, ja, sicher. Wo bist denn du? Nein, 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 nein. So, der ist auch hinüber. Okay. Looten will ich den. Ich will alles hier looten. Alles, was kommt, was geht, was muss und so. Stehst du? Sag mal, wie viel sind denn da noch? Alter Schwede. Alter Schwede. Hallo? Sorry. Sorry. Yo, sorry. Das ist bei der Cassandra, mein Freund. Was? Ui! Wo? Das ist nicht so frickelnd, wenn du mich da mit vergifteten Pfeilen und so, das mag ich gar nicht. Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Nee, absolut nicht. Ehrlich jetzt. Halt! Durchsuchen stand da. Nee. Okay, du nicht. Aber hier. So, irgendwo muss doch da noch was sein. Ja, mit allen Mitteln kann man hier gewinnen und auch nicht. Doch runter, Mensch! Nimm dir die Haut dazu. Hat Attacke? Aua. Mach aus! Nein, 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 nein. Geh doch zurück. So. Oh, oh, das wird da. Ich darf mich jetzt nicht treffen lassen. Egal womit. Okay, wo bist denn du? Wahrscheinlich. Ich weiß, dass sie hier irgendwo ist.
hier oben. Und tschüss. Ja, so sieht das aus hier. Okay. Hier ist Maui. Nein. So, wo haben wir denn noch welche? Töte alle Anwärter in der Schlacht. Ja, da. Sieht noch was aus. Hm. Sehe ich das gerade. Ja. Das ist aber ganz schön weitläufig hier. Lecko funny, ey. Hm. Ja, die haben hier einen Schmaus. Das ist richtig. Töte alle Anwärter. Wenn ich 100 Stück töten muss, das wäre ja klar. Heißt ja, der 100 Hände, also... Ne, 100 Hände, ne? Oder 1000 Hände? Hm. Keine Ahnung. 100. Hier ist irgendwo weit. Nee. Ist hier unten? Okay, es ist... Welch eine Vergeudung von Leben. Ja, ja, das ist richtig, aber du musst überlegen, dass du mindestens 40 Stück davon gekillt hast auch, ne, schätze können. Also so ist man nicht... Mächtig all diese Krieger im Kampf gegen den Kult gewesen wären. Mhm. Stattdessen kommen wir nach Melos und schlachten uns für ein paar Drachmen gegenseitig ab. Ja, ja. Halleluja, sag ich dir. So, kehre zurück zu... Okay, wo ist denn der? Ah! Wow, sag ich dir. Nicht schlecht, die Schlacht. Yeah! Das ist wie so eine Eroberungsschlacht, nur besser, geiler. Ja! Chingirasabum. Oh, ich sehe schon gerade auf Uhr. Meine Güte, ne. Das ist... das stimmt bald nicht. Sehr gut, Cassandra, sehr gut. Deine letzte Herausforderung führt dich zum Vulkan im Osten. Und dann gibst du mir die versprochenen Informationen über den Kult. Nein. Gewiss, das werde ich. Doch vorher musst du noch einen Mitstreiter besiegen. Wer ist denn das? Die muss was ganz was Heftiges sein, die Braut. Ja. Sonst... Der gehört doch auch zum Kult, oder nicht? Der wird uns doch nie im Leben die Kultsachen geben. Und wenn, dann falsche. Inselspringer, okay. Ah, jetzt bin ich wieder auf da. Also auf der anderen... Ich habe gesehen, wie du kämpfst, Söldnerin. Ziemlich beeindruckend. Du kommst bestimmt aus Sparta, aber auf so etwas wird man in der Agoge nicht vorbereitet. Agoge? So gewöhnlich wie jeder andere Söldner auch. Genau. Ich habe spartanisches Blut. Aber ich bin nur eine Söldnerin, die für Drachmen kämpft. Und genau. Wo hast du gelernt, so zu kämpfen? Ich wuchs allein auf und musste mein ganzes Leben lang kämpfen. Dabei habe ich wohl so einiges aufgeschnappt. Mhm. Wie schade. Für meine Legende wäre es besser, hier auf einen gefeierten Helden zu treffen. Aber na gut, du musst reichen. Mhm. Es gibt keine Legende zu besingen, bevor die Schlacht nicht beendet ist. Mhm. Schön. Beenden wir sie. Gut.
So. Reicht das, du? Nein, tun wir nicht. Komm schon, wir wollen doch einen denkwürdigen Kampf liefern. Ja, ja, mache ich ja jetzt. So, drei Segmente brauche ich. Toll, die kriege ich auch ganz genau. So, und jetzt, Fräuleinchen? Ich muss nochmal richtig weit vor die Backe. Ohohoho. Ja, ja, ich weiß, es zwirbelt. Aber was soll ich machen? Ja, warte. So. Reicht das? So, du Klappspaten. Reden. Wieder schon applaudiert. Gut gemacht, Söldnerin. Du solltest jetzt für die Zeremonie in die Stadt zurückkehren. Du solltest. Zuerst will ich die versprochenen Informationen. So läuft das nicht. Keine Spielchen. Sag mir, was du über den Kult weißt. Mhm. Um ehrlich zu sein, die Schlacht der 100 Hände war schon immer als Falle gedacht. Wir veranstalten sie seit Jahren in der Hoffnung, die Schwester des Kriegers Deimos herauszulocken. Mhm. Ich verstehe kein Wort. Mhm. Oh, komm schon, Söldnerin. Wir haben dich gefunden. In der Tat lief alles nach Plan. Ich habe heute schon viele getötet, Rakios. Einer mehr fällt nicht ins Gewicht. Mhm. Heute verdiene ich mir einen großen Bonus von den Maskierten. Ich hätte das gerne woanders erledigt, aber... Gut. Ich werde gerade erst warm. Mhm. So, nichts abschaum. Ja, warte da erstmal ab. Ja, ja. Hilfe! Ich brauche Hilfe! So, wo bist du denn, du Klappschwan? Du kriegst jetzt erstmal richtig was vor den Hals, du Nagel, du Spinner. Erstmal dich wegmachen. Aua. Ja, für Ruhm und Ehre meinst du. So. Doch. Ah! Ja, fall in die Lava. So, komm mal her, ja. So, du störst mich. Aha. Vom Kult. Wo ist der Drecksack? Da. Mhm. Nein, nein. Jetzt machen wir mal ein bisschen Feuer hier. Mmh. Die Folge geht mega super lang. Mmh. Wow. Nein, nein. Oh, oh. Ah, jetzt hat er drauf reagiert. Aua. Ja, oh, der kann sich aber ganz schön in den Kanal. Warte. So, das war's. All diese Menschen starben nur, weil der Kult mich finden wollte. Mhm. Ja, aufheben tue ich den Drecksack bestimmt nicht. So. Hier haben wir noch was. Ich dachte, der fliegt rein. Benutzte Tuch mache ich jetzt. Wow, wow. Siegerklinge. So, und jetzt muss doch irgendwie weitergehen, oder nicht? Waffenruf. Ach, das gehört da zusammen. Nee. Nee, nee. Was ist das? Okay, habe ich auch. Nee, geht nicht. Schließe erst zwischen den Welten ab. Gut, im Grunde genommen ist das jetzt hier durch, würde ich sagen. Bis auf natürlich die ganze Insel hier und den Kultisten. Keine Ahnung, wenn der sagt Kult hier, dann muss der Kultisten sein hier. Schauen wir mal, was hier so anliegt. Was hast du denn da Schönes hin? Okay. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war ja wohl jetzt ehrlich mal einen Daumen nach oben da und vielleicht sogar ein kleines Abo-Leinchen und da
sehen wir uns in der nächsten Folge. Bye, bye.